Hallo und Hedgecore Mitreisende durch das Universum, verspätet zurück zu Secret of the Sorcerer oder auch, ihr kennt das Spiel, Keen 14 oder auch Robert Apocalypse, und wir sind wieder hier in diesem wunderbaren Level. Und falls ihr euch gefragt habt, warum gab es eigentlich gestern kein Video, ich habe das einfach vergessen. Das ist wahrscheinlich schwer zu glauben, aber ich vergesse Dinge und hier ist gar nichts außer Punkten. Okay, was haben wir hier? Den einen lustigen Roboter. Und wahrscheinlich Totenverderben. Was ist hier oben? Gar nichts, oder was? Ist es auch nichts? Okay. Komme ich einfach so auf die andere Seite? I do. Okay, ich werde... Oh, wow. Okay, bitte... Wow. Okay, ich komme da noch vorbei, oder? Ich komme da bestimmt noch vorbei. Auf jeden Fall, ich hätte gestern mehr als genug Zeit gehabt aufzunehmen, aber wie das manchmal so ist... oh, wow. Wie das manchmal so ist, man vergisst Dinge. Ich hatte irgendwie noch morgens daran gedacht und irgendwie ist es mir komplett entglitten. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Was? Ich bin doch da eben vorbeigesprungen. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Are you serious? Ich komme da nicht mehr vorbei. Hä? Ich komme da nicht mehr... Hä? Was ist denn jetzt kaputt? Oh, wow. Das gibt's nicht. Ich bin doch da eben dran vorbeigekommen. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Okay. Ja. Ja, gute Frage. Wie kann das denn sein, dass ich eben da vorbeigekommen bin und jetzt nicht mehr da vorbeikomme? Okay, letzter Versuch. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade kaputt ist. Okay, wir machen das anders. Wir werden uns gleich wiedersehen. So, da bin ich wieder. Ich bin an dem Typen vorbei. Ich, oha. Danke, sehr schönes Spiel. Damit hätte ich rechnen müssen. Also, ich muss zugeben, ich habe da jetzt einfach an dieser Stelle den God-Mode benutzt, um da dran vorbeizukommen. Weil, ich meine, warum konnte ich auf einmal nicht mehr daran vorbei? Das ergibt halt einfach literally keinen Sinn. Einfach, ja, mal null. So, was haben wir hier? Nichts, okay. Wunderbar. Jetzt halt die, große Frage, die ich mir ja halt stelle. Muss ich das irgendwann mal wieder machen, wenn ich zurücklaufe oder so? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es erfahren. Wir haben auf jeden Fall beide Keys. Und das ging ja schon mal sehr gut los. Okay, da wären normalerweise Punkte. Oh, hier ist ein Secret. Wunderbar. Ich bin durch Invisible Fatness gestorben. Das ist auch ewig nicht mehr passiert, aber bei diesem Part wundert mich gar nichts mehr. Absolut nichts mehr. So, hier haben wir immer noch diesen wunderbaren Gegner, den ich halt irgendwie erledigen muss. Diese Stelle... Oder halt auch die da unten, das, die zeigen mir halt einfach nur irgendwie...
dass die Leute, die das hier gemacht haben, nicht ausgiebig genug das hier getestet haben, weil ansonsten wäre denen ja aufgefallen, dass das hier nicht viel taugt. Komm zurück. I need you to die. Boy. Ja, okay, guter Part. Ich weiß nicht, ob es gestern besser gelaufen wäre. Ich hab springen gedrückt, aber wahrscheinlich zu spät, keine Ahnung. Boah, das sind ja noch mehrere Durchgänge. Okay, dieses Mal speichere ich einfach, weil I don't know. Invisible Fatness oder so. Okay, da kommen wir aktuell noch nicht weiter. Ah, cool. Okay, diese Gegner sind ein bisschen problematisch zu treffen, aber naja. Okay. Insgesamt, ja, ich weiß, dieser Part ist irgendwie all over the place, was ein bisschen daran liegt, dass eigentlich ja gestern dieser Part kommen sollte, aber ja, ne? Wie das manchmal so ist. Ah, cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das denn heute für ein Unsinn? Auf der anderen Seite, das ist natürlich, und da darf ich natürlich den Mod nicht in Schutz nehmen. Es ist natürlich ein selbstgeschaffenes Problem. Ja, weil diese Gegner da halt einfach schon schießen können, wenn wir sie noch nicht sehen. Das macht das Ausweichen natürlich problematisch. Also diese Gegner sind halt, genauso wie diese Gegner nicht gut gewählt sind, bei diesen Durchgängen da, wo die halt theoretisch den Weg blockieren können und das teilweise sogar nach dem Speichern und wieder laden tun. Ja. Aber gut. Oh mein Gott. Okay, hier wäre ein Secret. Okay, jetzt ist die große Frage, die ich mir stelle. Muss ich zurückgehen? Und wenn... Ah, ne, ich muss nicht zurückgehen, oder? Kann einfach hier weitergehen. Ist ja auch wieder so ein Dulli. Okay, wir müssen nicht zurückgehen. Das ist wunderbar. Also hier muss ich auf jeden Fall das Level loben. Die beiden Stellen mit dem Roboter, der tödliche Teile hinterlässt, ist natürlich weiterhin eine fragwürdige Geschichte. So, wo ist da? Okay, das habe ich dann gut geraten, weil gewusst habe ich es nicht mehr. Toten Verderben. Ja, Tod und Verderben, man kennt's. Das ist, ich kann hier teilweise irgendwie nicht springen. Das ist, seltsam. Sehr schön gemacht, man schon Schikaden-Netzwerk. So, aber besser später als gar nicht. Ja, okay, und jetzt? Ah, da ist eine Pole. Okay. Wäre vielleicht hilfreich, wenn man diese Pole sehen könnte. Ich meine ja nur, könnte helfen. Okay. Nice. Die Gegner bewegen sich aber teilweise auch sehr, 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 sehr weird. Hallo? Hallo? Ah. Okay, also wenn eine Plattform schon so lange braucht, um aufzutauchen, speichere ich besser. So.
So, was haben wir hier? Was erwartet uns hier? Ich ahne Schlimmes. Okay, ich habe zu Unrecht Schlimmes erwartet. Okay, ich meine, habt ihr gesehen, wie fett diese Hitbox ist? Also diese Hitbox ist ja unfassbar fett. Aber gut, das hätte ich ja eigentlich schon aus den ersten Malen ersehen müssen. Okay, ich muss auf jeden Fall... Ja, okay, das war sehr schön. Wunderbar. Auch toll, wie sie immer noch schießen können, obwohl sie das Zeitliche gesegnet haben. Okay, das ist definitiv nicht mein Part. Aber zumindest sieht das hier optisch sehr gut aus. Kann man nichts anderes sagen. Auch das hier gefällt mir sehr, sehr gut, so von der Optik her. Auch wenn man natürlich hier sagen muss, obwohl von da oben Licht kommt, dass man hier unten auf dem Weg halt jetzt keine großartige Lichtveränderung sieht, aber ich glaube, das wäre auch arg übertrieben. Ich frage mich nur, warum es gefühlt nur vier Gegner gibt. Also praktisch die schießenden Dinger, der fahrende Toaster und diese fahrende Toastermine. Ah, es gibt auch noch diese komische Rakete, die gibt es auch noch. Und hier haben wir einen Blind Jump und ihr wisst das, ich traue keinen Blind Jump, den ich nicht selbst gebaut habe. Okay. Einfach nur so random Punkte, okay. Das war das Level, ja, nein, also das war nicht einer der besseren Level. Das hatte einige gravierende Probleme, also die werde ich jetzt nicht nochmal gesondert ansprechen. Ich gehe mal davon aus, die sind euch schon bewusst, die Probleme. Es gibt aber einige Level, muss ich zugeben. Also ich habe jetzt die Levelanzahl nicht überprüft, aber es scheint eine ganze Menge zu sein. Mal gucken, ob Electro Company oder Electro Company besser ist. Oh, und es gibt einen neuen Gegner. Damit habe ich fast schon gerechnet. Sterbe ich, wenn ich da stehe? Nee. Tue ich nicht. Wunderbar. Okay, das wird bestimmt ein Gegner, der sehr, sehr schön ist. Wahrscheinlich nicht. Okay, da muss ich einen Schalter aktivieren. Okay. Also, die Level, also das Level-Design hier ist immer noch die große Stärke hiervon. Okay. Ich schieß durch das Ding durch. Aber das tötet mich, oder? Okay. Das Ding ist für meine Waffe nicht erreichbar. Oder zumindest ich kann es nicht treffen. Was, ein Durchspielen hiervon schwierig gestalten dürfte. Okay. Interessant. Das kommt aber nicht hier hoch, oder? Okay. Gut, erste Hürde von diesem wunderbaren Level überstanden, das zumindest mich auch wieder optisch überzeugt. Ich sehe diesen Dulli nicht. Okay, da hatte ich gerade mehr Glück als Verstand. Okay, also merke, es gibt auch eine neue Version davon. Okay, da haben wir die anderen zwei bereits erwähnten Gegner. Da oben ist tatsächlich was.
Da muss ich bestimmt hin. Ich kann urplötzlich nicht mehr reden. Also das heißt urplötzlich. Also ich meine, ihr seid ja quasi nichts anderes von mir gewohnt. So, hier kommt wieder diese wunderbare Stelle, die ein bisschen knifflig sein könnte. Ich finde es auch nicht schön, dass ich so oft speichere, aber ich meine, was will man tun? So. Das Problem ist an diesem Mod, dass es Gegner gibt. Insgesamt 3 Stück. Na doch, ich glaube mindestens 3 Stück, wo ich quasi ein Vorwissen benötige, um nicht zu sterben. Und das ist nicht unbedingt the best thing. Also quasi diese Rakete, die mich anspringt, weil ich sie nicht sehe. Ne? Also das ist halt schon mal ein Problem. Also sogar ein ziemlich großes. Und dann gibt es natürlich die beiden Gegner, die noch schießen. Und ich habe schon wieder vergessen, was dieses eine klobische Ding tut, aber eventuell tut es etwas Ähnliches. Und bei den Stellen ist es tatsächlich so, ja, dass man sich sehr, sehr stark darauf konzentrieren muss. Und das funktioniert mal und mal funktioniert das nicht. So, wunderbar. Ja, das Problem ist, wenn man noch währenddessen versucht, irgendwie die Leute mit der eigenen Stimme zu unterhalten, was ja sowieso schon gar nicht so einfach ist, muss man halt einfach sagen, es wird dann schwierig, wenn man dann an Stellen kommt, wo man sich zwangsläufig konzentrieren muss. Das ist nicht schön. Und das hier sieht auch nicht schön aus. Okay. Okay, diese Stelle ist doof. Okay, diese Stelle ist aus gleich mehreren Gründen doof. Und ich finde es schon... Ich finde es schon befremdlich, dass es gleich 2 Stellen gibt. Okay, also wo ich da dran vorbei muss. Es ist... Okay, ich meine, ich kann versuchen, da drauf zu landen und ganz nach rechts zu gehen und dann... Okay. Okay. Da muss ich mich einfach mal umsetzen und ganz, ganz deutlich darüber reden, dass das nicht geht. Ich meine, es ist eine Sache, wenn ich das komplett unter meiner Kontrolle habe, aber es ist eine andere Sache, wenn ich die Kontrolle quasi an, naja, quasi an eine Plattform weitergebe. Okay, wunderbar. Ich meine, es geht, aber es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Weil es quasi ja so ein bisschen Trial and Error mäßig ist, dass man da drauf springt und quasi erstmal gucken muss, hey, wie sind die geschaltet? Das heißt, man muss sich erstmal einen Blick verschaffen und das macht den ersten Versuch, den man hat, quasi schon so schwierig, dass man zwangsläufig stirbt, was natürlich nicht gut ist. Okay, das ist... muss ich erstmal gucken. Ich meine, diese Gegner haben eine interessante Mechanik. Ich glaube, dass er hier am wenigsten stört, weil hier komme ich da quasi noch überall hin. Außer ich speichere und lade wieder und komme dann nicht mehr dahin. Ja, von daher speichern wir gar nicht mehr. Oh mein Gott, das will ne. Wie soll das denn gehen? Oh, Bäume. Ich
Ich liebe das ja. Oh mein Gott, man kann ihn nicht nochmal stunnen, wenn man ihn einmal get. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss höher springen. Oh mein Gott. Uff. Uff. Also bei dieser Stelle, man muss quasi perfekt spielen, um das überhaupt überstehen zu können. Und das ist nicht so wirklich das, was man unbedingt für seinen Spieler sollte. Was? Hä? Hm. Endet das Level nicht, wenn ich da dran gehe? Ich glaube, das Level endet, wenn ich da dran gehe. Ist halt die Frage, was sollte man hier tun? Ich meine, ich glaube, nachdem man das ganze Level über hatte, will man das nicht nochmal machen eigentlich. Okay, was ist hier? Ich speichere mal besser hier ab. Denn ich möchte jetzt nicht unbedingt. Oh wow, das. Oh nee, das nochmal sowas. Das. Oh nee. Ja, natürlich ist sowas da noch in der Mitte. Of course it is. Warum sollte es nicht da sein? Keine Ahnung, beendet das das Le. Ich hab diesen Dulli vergessen. Was ist das? Hä? Warum existiert das? Ich hab gedacht, das wäre das, wär das Ende. Warum ist es nicht das Ende? Ich bin verwirrt. Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Warum stehe ich auch falsch davor? Warum sollte man auf das Ding da schießen? Was ist das? Ich bin verwirrt. Ich bin gerade einfach nur verwirrt, was das soll. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir das gerade antue. Ich meine, das ist scheinbar komplett optional. Ich liebe diese Gegner. Okay, ich meine, ich hab's. Es sind auf jeden Fall jetzt vier Gegner, weil das Dingenskirchen Replacement hier das. Das kann ja auch irgendwie einen angreifen, wenn man, ne? Okay, ja. Ich meine, ich habe jetzt komplett aufgehört zu reden, aber es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was mir dazu noch einfallen soll. Okay, dieser Bereich war scheinbar optional und dieses Ding, was da war, ist, keine Ahnung, was auch immer. Who knows?
Ich habe irgendwie gedacht, das wäre ein Gegenstand, den ich einsammeln soll oder so. Aber stattdessen war es, keine Ahnung, irgendwas. Ich versuch mal was. Okay, das funktioniert nicht. Schade! Schade, Mammel, Lade. Okay. Da kommt die Plattform und ich muss mich fragen, wie das hier... Okay. Also, ich muss wohl komplett durchspringen. Okay, ich kann diese Dinger da oben nicht abschießen und muss quasi einfach... Mann, ich sehe doch so gar nichts. Was für ein Blödsinn. Okay, ich hätte mich nicht bewegen sollen. Aber woher soll ich das wissen, wenn ich... Was zur Hölle passiert hier gerade? Okay, wir begeben uns mal auf die ganz, ganz andere... Warum sterbe ich denn jetzt? Hä? Was? Ich verliere mit diesem Mod gerade die Geduld. Ich verliere mit... Was tötet mich, Spiel? Was bringt mich um? Ich berühre scheinbar den Boden... Den Boden. Hä? Ja, ich würde gerne gucken, ob ich generell sterbe oder ob ich nur sterbe. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Okay, wartet mal ganz. Kann ich vielleicht irgendwie speichern und so lange laden, bis ich eine neue Pattern kriege? Eine, die ich überlebe? Ernsthaft, ich muss diesen... Ah, das ist das Ding, was diese Stellen... Ich muss komplett diesen Weg zurückgehen. Ist das dein... Ist das dein verdammter Ernst? Ich will nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Das ist nicht mehr schwierig. Das ist einfach nur nervtötend. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mache das eigentlich, weil es mir Spaß macht. Also zumindest meistens. Meine Klar, ich werde auch gerne herausgefordert von einem Mod, aber es gibt halt diesen Punkt, wo ich halt einfach sage, nee, das möchte ich mir halt einfach nicht antun, weil es mir persönlich keinen Spaß macht. Und dieses Level hat irgendwie nur Funktionen drin, die einfach keinen Spaß machen. Ja, das Einzige, was einigermaßen noch ganz cool ist, ist, dass man ein bisschen teilweise aufpassen muss, wo man diesen einen Roboter erschießt. Aber auch das kann verdammt nervig sein, von daher, dieses Level ist ein kompletter Ausfall und besonders die Stelle, dass der Typ da oben mich, keine Ahnung, durch diesen Stomp irgendwie stunnen oder töten oder was auch immer kann, macht eine Stelle, die so schon schwierig wäre, auf einer Plattform, wo du nicht die direkte Kontrolle darüber hast, einfach nur unnötig nervtötend. Ich werde den Mod weiterspielen, aber diese Stelle hier, die ihr gerade hier seht, die werde ich privat offline spielen, weil ich möchte nicht den nächsten Part mit einer schlechten Laune beginnen. Von daher, ihr werdet diesen Rückweg nicht sehen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen, weil ich mache das komplett offline.
für mich alleine, wahrscheinlich direkt hier nach, weil ich eh schon schlechte Laune habe wegen diesem Mod und diesem Level. Und wenn ich das dann geschafft habe, ja, werde ich beim nächsten Mal, wenn wir hier weiterspielen, dann quasi auf der anderen Seite wieder sein, weil wir keine Ahnung warum auch immer diesen unfassbar nervtötenden Weg zweimal gehen müssen. Das ist irgendwie etwas, wo man sich halt einfach nur denkt, da hat jemand beim Hinweg schon nicht verstanden, was falsch mit dieser Stelle ist, lässt einen aber trotzdem zurückgehen, weil diese Stelle schon beim Hinweg noch nicht nervtötend genug war. Das hat auch nichts mehr mit Schwierigkeit zu tun. Schwierigkeit ist eigentlich, wenn etwas trotz deiner Fähigkeiten, ja, und nur trotz deiner Fähigkeiten immer noch schwierig ist. Ja, das war jetzt schlecht erklärt. Es tut mir auch ein bisschen leid, dass es so schlecht erklärt ist, aber ich bin gerade halt ein bisschen angefressen und ja, da kommen halt mehrere Faktoren zusammen, auch ein bisschen was privat und die Tatsache, dass ich den Part von gestern komplett verschwitzt habe, dachte ich mir, ach komm, machst du das jetzt, obwohl der heutige Tag ein bisschen vollgepackt ist mit Sachen und dann spielst du halt irgendwie sowas, wo jemand nicht versteht, was wirklich Schwierigkeit ausmacht. Ja, natürlich können auch Stellen mit einer Plattform schwierig sein, weil man hat ja immer noch quasi so ein bisschen Kontrolle darüber, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, diese Hindernisse sind so platziert, dass das sehr, sehr stark von jeweiligen Pattern abhält, abhängt, so rum. Also, je nachdem, wie die Plattform-Pattern ist, die Hazard-Pattern ist, kannst du so gut sein, wie du willst, du kannst in einer Pattern enden, wo die Stelle halt einfach nicht machbar ist und dann musst du halt quasi immer wieder speichern und laden, was auch nicht angenehm ist, um eine Stelle überhaupt zu schaffen und nein. Also dieses Level ist quasi ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie Schwierigkeit in Spielen nicht zu funktionieren hat. Gib dem Spieler die absolute Kontrolle über die Situation und mach es schwierig, wenn der Spieler nicht gut ist. Dadurch entsteht Schwierigkeit, indem man anhand der Fähigkeiten der Spieler eine Stelle schwierig gestaltet. Also das heißt, für einen Anfänger ist diese Stelle vielleicht furchtbar schwierig und quasi fast nicht möglich. Für einen fortgeschritteneren Spieler ist es vielleicht immer noch schwierig, aber für einen guten Spieler ist das quasi kein Hindernis mehr. Aber diese Stelle hier ist einfach nur, sorry, das ist nichts, das ist ein Totalausfall, das ist ein richtiger Totalausfall. Da kann man einfach nichts mehr Positives zu sagen, es ist nicht gut, ja? Da rettet auch die schöne Optik von den Mod nichts mehr. Ja, und ja, immer noch die Frage, warum gibt es nur diese 4-5 Gegner, die quasi in jedes Level gepackt worden sind. Wo ist da die Abwechslung? Es gibt quasi keine optische Abwechslung. Ich meine, selbst der große Gegner da oben, der ein Plug-Guard-Replacement ist, sieht aus wie diese kleineren Dinger, nur dass er halt eben stompt, anstatt zu schießen. Und eventuell schießt er auch und ich habe es gar nicht mitbekommen, weil diese Stelle so nervtötend war. Aber gut, das war's für hier und heute. Es tut mir sehr, sehr leid, dass das jetzt so ein richtig, richtig salty, so ein richtig salziger Part ist. Aber ich weiß nicht, ich kann halt leider auch nur mit dem arbeiten, was mir in einem Mod gegeben wurde und nee, das war nichts.